so ein Fan bist. Nice. Wir kriegen dich wieder hin. Tja, nett, die wiederzusehen. Sonja, das ist nicht er. Major Blade. Sergeant, was gibt's? Ist das der Lift? Ja, der Lift. Santo enthält die Seelen all meiner Vorfahren. Sie leiten mich. Könnten die sich vielleicht mal beeilen? Anataka Hirakimasu. Hoch geht's! Zurück! Jetzt! Los! Ihr bleibt hier. Schließt die Tür. Mokatari! Jetzt siehst du es, Raiden. Dein Vermächtnis. Du vergiftest ihre Herzen mit Hoffnung. Und was bietest du? Dasselbe wie schon vor Jahrtausenden, als du andere Götterälteste betrogst und das Erdenreich angriffst. Wir hielten dich auf, verbannten dich ins Unterreich. Wir werden es wieder tun. Entferne den Schatten vom Licht und der Schatten wächst. Das Vermächtnis des Lebens ist tot, Raiden. Meine Anhänger akzeptieren es und leben weiter. Sie kämpfen für mich. Nicht an! Oh, das werde ich. Und das Erdenreich wird die Wahrheit erfahren. Über den Tod. Oh, sorry, Ma'am. Hab sie nicht gesehen. Kläglicher Wurm! Unbedeutendes Stück erbärmlichen Abschaums! Du wagst es! Es ist mein! Bereit? Wie
Wie immer. Sie wird sich mir als Erste anschließen. Nein! Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Aber eins weiß ich genau. Denk nicht bald dran, ihr weh zu tun. Ja, und die Freunde. Oh, das ist immer Sekunde vorher nach der Zeit immer so still ist. Das ist immer ganz schön. Ja, und die Freunde, ihr habt gesehen, er hat ja das grüne. Ein grüner Schein auf jeden Fall gehabt, wie ich jetzt mal so erwähnen. Ja, was ist denn der grüne Schein? Fragt ihr wahrscheinlich. Das ist ganz einfach. Das ist. Ja. Das ist auf jeden Fall irgendwas Mächtiges und das reicht ja wohl. Ja, das könnte auch eigentlich das Ende des Spiels sein, würde ich jetzt mal überhaupt. Ich meine, das würde mich ja bei einer Mortal Kombat ja nicht so. Mann, Junge! Jetzt hab ich doch mal was machen hier. Guck mal, was wir das quatschen. Du alter Middle Fits. Es wäre auch nicht so, dass. Das wäre ja nicht so die kürzeste Kampagne in der Mortal Kombat Serie, aber natürlich geht es noch weiter. Also, das ist Kapitel 1. Aber da kommt noch was, da sag ich auf jeden Fall mal. Sicher, das ist dann noch ein bisschen was. Scheiße. Ich bin der Tod. Ach, du bist ein Opfer. Geil, also dritte Kampf, wir verkacken schon richtig krass, also das fängt schon mal sehr. Hallo! Mann, Junge, du kleiner Wichsbeutel, kann ich wissen. Ja, so Sonja angefasst worden, das ist schon ein sehr hartes Vergehen. Das ist. Das weiß er zwar auch nicht, aber er wird auf jeden Fall das. Ja, ja, kriegt er natürlich. Ja, sicher. Das ist nämlich Shinnok, der Hochstapler. Geil. Sehr, das war Erfahrungspunkt und so weiter. Und ich hab die noch dabei. Folgendermaßen, es war natürlich auch ein Level. Und durch diesen Level und so weiter und so fort, siehst du halt auch, welchen. Also, du stellst immer ein Level auf, dadurch kriegst du immer irgendwas, meine ich. Und ja, das ist, was ich dafür sagen wollte, ja. Okay, uns nachguckt. Cool, danke. Ich dachte, ich könnte das noch hier werfen, aber wenn du nicht möchtest, ja. Du bist ja ein guter Ältester, da darf man ja auch mal wirklich mal Sonderrechte sich da rausnehmen, ist klar. Natürlich auch ganz normal, das sehe ich auch ein. Irgendwo nicht. Wichtig ist auf jeden Fall, wir haben gerade Sonja gerettet. Ja, sind gerade für sie in die Bresche gesprungen und sich gestört vorne schon mal sehr gut. Danke, 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 hallo. Darf ich jetzt? Willst du mich jetzt verarschen, du Wichskopf, Alter? Oder was ist hier los, Mann? Du mit deinem komischen Köpfchen, das ist auch wie so ein richtiges Opferknecht-Kind, ey. Sicher, ich wollte eine Aktion zeigen, aber also ja, man darf so nicht sagen. Darfst du nicht, also ich erlaube dir das nicht, du kleiner Piss. Ja, wahrscheinlich klappt das ja nicht mehr. Ist egal, wir haben es gewonnen. So, für die aus Nikolaus. Geil.
Jetzt bist du ein gefallener Gott. Johnny Cage, das Amulett! Nein! Nein! Viel Spaß da drin, Opa. Sonja? Johnny, haben wir? Ja, haben wir. Bleibt hier. Die Fähigkeiten der Kammer werden Sonja Blade rasch heilen. Quan Chi und die anderen sind fort. Ein gewaltiger Kraftanstieg hat meine Sinne überwältigt. Wir kümmern uns später um Quan Chi, Kenshi. Wir haben heute einen größeren Preis errungen. Shinnoks Amulett. Und darin? Die Fischfresse persönlich. Bringen wir das Amulett zu den Götterältesten. Sie können es nicht zerstören. Keiner kann das. Vielleicht bieten sie uns Rat. Shinnok darf nie entkommen. Der Krieg ist nicht vorbei. Quan Chi ist entkommen. Warum lächelst du? Sie sagte Johnny. Raiden meinte, ich sei Nachfahre einer Kriegersekte aus dem Mittelmeerraum. Geboren als Krieger für die Götter. Hab's nie wieder geschafft, diese grüne Aura zu beschwören. Raiden denkt, es wurde vom nahen Tod einer geliebten Person ausgelöst. Was ist mit dir, Cassie? Kannst du sowas beschwören oder wurde eine Generation übersprungen? Lass gut sein, Jin. Wir brauchten keine Auren in Darfur, im Iran oder Kurdistan. Oder, Jackie? Nein, brauchten wir nicht. Haben dich die Shaolin je dahin geschickt, Jin? Ich hab genug Action gesehen. Takeda hat das auch. Zeug, das euch SE-Typen schockieren würde. Ganz ruhig. Ihr seid alle hier, weil ihr es verdient. Ihr seid einzigartige Schneeflocken. Also, euch ist es vielleicht nicht bewusst. Ich habe keine Glückwunschkarten gekriegt. Heute ist unser Team seit 6 Wochen zusammen. Minister Blake meint, er ist sehr zufrieden mit uns. Man könnte ihm auf den Kopf spucken und er wäre sehr zufrieden mit uns. Aber er hat Mr. Cage das Team zusammenstellen lassen. Bin froh, dass mich die Shirai Ryu ausgewählt haben. Neue Orte, neue Gesichter. Wie der Minister angemerkt hat, werden wir Alten irgendwann in Rente gehen. Also ist es Zeit, dass die neue Generation antritt. Shaolin, Shirai Ryu, SE, gemeinsam. Die erste Mission eures Teams führt euch in den Lin Kuei-Tempel. Wir haben schon lange nichts vom Großmeister gehört. Ihr stellt sicher, dass er noch auf unserer Seite ist und uns den Rücken frei hält, wenn die Lage mit der Außenwelt kritisch wird. Ihr müsst ihn mitnehmen. Wundert euch aber nicht, wenn Sub-Zero sich nicht kooperativ zeigt. Warum die Sorgen wegen der Außenwelt? Dachte Kotal Kahn hält die Verträge von Reiko ein. Tut er. Aber da herrscht Bürgerkrieg. Wenn die Rebellen gewinnen, sind die Verträge Geschichte. Bitte 2. Kotal Kahn.